Sehr schön. Und dann können wir die nächste Pressure Refinery platzieren und die in Sicherheit wissen. Das ist doch angenehm. Wundervoll. Wieso ist hier eigentlich so random Sand? Jawohl, Kupfer ist unterwegs. Da kann ich noch ein wenig mehr Eisenerz reinlegen. Und dann können wir diese Camelite Bricks hier... Da brauche ich auch noch welche, um die Refinery herstellen zu können. Deswegen bin ich da mal lieber ein bisschen sparsam damit. Aber dann haben wir jetzt auch gleich genug Ressourcen für diese Pressure Refinery beisammen. Wir brauchen wieder einen Ofen und 9, 10, 11, 12 Ingots insgesamt. Das sind 10 und 2 hatte ich noch locker oben in meinem Lagerraum. Falls man das Lagerraum nennen kann, die paar Kisten. So, erstmal ein Furnace. Dann ein Block Kupfer. Und da haben wir die Pressure Refinery wieder. Soweit kommt es noch, dass ich mich von dem Creeper lange Zeit aufhalten lasse. So, dann platzieren wir dieses Ding erstmal. Und dann, glaube ich, machen wir einen kleinen Einschub, um das Lagersystem zu bauen. Sehr schön. Lassen wir das noch schön aussehen hier. Sehr gut. Damit haben wir nun eine fertige Pressure Refinery, die wir dann in Betrieb nehmen können. Und in diese Pressure Refinery können wir unten Ember hineinleiten und dann wird das verarbeitet, das Ember. Brauchen wir sonst noch etwas, um das anzutreiben? Ancient Codex, gib mir Rat. Ah genau, man braucht Wasser und Ember, den man reinpumpen muss. Das heißt, ich werde... Gibt es eine Wasserpumpe? Es gibt eine Handpumpe von Better with Mods. Ja, okay. Ich weiß nicht, ob das für das Wahre ist. Es gibt natürlich eine elektrische von Mechanism. Ach, stimmt. Die Mechanical Pump von Embers. Ja, aber die zieht wahrscheinlich nur aus Inventaren raus, oder? Ha. Gibt es eine Möglichkeit, mit Embers aus einer unendlichen Wasserquelle Wasser zu extrahieren? Das wäre interessant. Transport.
Eisenpipes können benutzt werden, um Flüssigkeiten zu transportieren. Ja, ich glaube, die können nur aus einem Tank rausziehen und nicht aus einer unendlichen Wasserquelle. Vielleicht werde ich dann noch eine zusätzliche Fluid Vessel bauen und mit Wasser voll machen an dem Fluss unten. Dann kann ich zumindest für eine Zeit lang die Pressure Refinery antreiben. Fluid Vessel, wie teuer warst du nochmal? Du warst eigentlich gar nicht teuer. Ich bräuchte nur noch ein paar mehr Caminite Bricks, die ich zwischenzeitlich alle Oh Gott, da wäre ich jetzt fast reingefallen. Die ich zwischenzeitlich größtenteils verbraucht habe. Übrigens, eine Sache, die ich unbedingt machen muss, ist hier drin auszuleuchten. Aber das übliche F7 zur Ausleuchtung wird hier nicht angezeigt. In diesem Modpack. Die Lava sollte schon ein ganzes Stück beleuchten eigentlich. Es sollte reichen, wenn ich auf den Wall hier und da Fackeln platziere. Das könnte eigentlich genügen. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Machen wir hier mittig einfach. Auch auf der anderen Seite machen wir es gescheit mittig. Ja, die Symmetrie. Das reicht dann hoffentlich, dass hier drinnen keine Mobs mehr spawnen. Apropos, schnell schlafen gehen. Ich nehme mal kurz einen Schluck Wasser hier. Schon wieder so warm, ey. Dragula ist wieder da. Willkommen zurück. Schön, schön. Ja, Fluid Vessel. Und dafür Caminite Bricks und dafür brauche ich Sand. Nehmen wir doch einfach mal den, den ich hier schon gesehen hatte. Hier ist ja richtig viel davon. Cool. Das nehmen wir alles auseinander und ersetzen es dann am Schluss mit Erde. Denn Sand kann ich brauchen. Und hier unten nutzt er ohnehin nichts. Da kommt Wasser runter, wenn ich das jetzt kaputt mache. Also lasse ich das mal bleiben. Fürs Erste. Ich leuchte hier mal aus. Dann kann ich hier wieder herkommen. Wenn ich wieder mehr Sand brauche. Aber das reicht fürs Erste, um einiges mehr an Caminite herstellen zu können. Ganz wunderbar. Übrigens werde ich mir jetzt gleich mal einen zweiten Storage Drawer für Erde basteln. Ja, das wäre klug. Dafür brauchen wir eine Kiste. Nanu. Achso, Storage Drawers heißt nur die Mod. Die Items nicht. Machen wir das einfach mal so. Wir brauchen nur eine Kiste für dieses konkrete Rezept. Jawohl. Dadurch haben wir jetzt auch schon wieder einiges an Platz geschaffen. Sehr schön. Lassen wir das einfach mal so. Das übrige Holz kann wieder weg. Theoretisch, praktisch hat es keinen Platz. Nehme ich einfach das hier raus. Die übrigen Caminite Bricks packen wir hier rein.
Die brauche ich gerade nicht. Der Sand kann hierher. So viel, Mensch. Das kann ich dann mal entsorgen. Das genauso, um Gottes Willen. Das braucht ja wirklich kein Mensch. So, und dann brauche ich 2 Eisenplatten. Die bekommen wir so. Dann brauche ich Clay und Sand für Kaminite. Und zwar war das Rezept so und so. Machen wir gleich ein bisschen mehr davon. Sprich einen ganzen Stack. Denn Kaminite brauchen wir ohnehin ständig. Also wozu der Geiz? Wir brauchen auch Eisen selbst und Kupfer dann für das Rezept für die Fluid Vessel, damit wir die mit Wasser füllen können. Ach, warum eigentlich nicht? Machen wir da ein bisschen Licht. Und dann glaube ich, ja, ich verschiebe das mit dem Easy Storage noch, bis wir diese Pressure Refinery, so heißt das Ding, in Gang gekriegt haben. Ich bräuchte fast noch einen zweiten Electric Furnace hier. Füllen wir wieder ein wenig Brennstoff nach. Wir brauchten nicht viel von diesem Kaminite für dieses Rezept. Nur 4 Stück. Das sind also schon mehr als genug. Habe ich eigentlich alles dabei? Ja, guck mal an. Sehr gut. Dann können wir die auffüllen gehen an irgendeinem Wasservorkommen, zum Beispiel hier. Bei der Gelegenheit kann ich auch wieder einmal den ganzen Hemp abernten. So, wo ist mein Eimer? Hier. Na, das ist nicht gut. So mache ich mir natürlich meine unendliche Quelle kaputt. Diese Animation ist irgendwie so ein bisschen laggy, ne? Immer wenn es unten ankommt, ruckelt's. Das ist nicht ganz so ausgereift, hat man den Eindruck. Ich sammle mal noch die ganzen Items ein hier. Wie schnell das teilweise wächst, ne? Wenn es mal soweit ist, geht's schnell, aber bis es mal da ist, hei, das dauert ewig. So funktioniert das halt mit Better with Mods. Ja, allmählich ist es wieder richtig warm hier. Es muss wieder so Frühling sein. Der Sommer kommt wohl erst noch. Da wird es ja dann so heiß, dass dieses Symbol unten über meiner Hotbar in der Mitte. Das wird ja dann sogar zu einer Flamme irgendwann. Dann weiß ich, dass ich mich ins Wasser stellen muss. Gerade haben wir wohl Frühling, wo es alles relativ einfach ist und ungefährlich. Jawohl, gleich haben wir die Wessel hier voll. Ich habe jetzt nicht mitgezählt, aber macht ja nichts. Na, geht noch einer? Einer geht noch. Jawohl. Mindestens einer. Das reicht aber auch. So, und dann bräuchten wir Pipes, um das Zeug auch transportieren zu können, das Wasser. Aus dieser Fluid Vessel in die Pressure Refinery. Wollen wir mal gucken. Was habe ich für Pipes zur Hand? Ich glaube nur Item Pumps. Ich brauche aber die für Flüssigkeiten. Wollen wir doch mal schauen. Item Pipe, Item Pump. Dann gibt es bestimmt auch Fluid Pipe. Nö. Offenbar heißt das Zeug anders. Ah, Iron Pipe. Item Pipe und Iron Pipe. Also das kann man ja auch irgendwie so ein bisschen verwechseln, oder? Hm.
dann haben wir gleich 8 Stück. Und dann brauchen wir eine Pumpe. Dafür brauchen wir so eine Kemenite Plate. Das sollte ich mal schnell dahinter gehen, bevor die Kemenite Blend komplett geschmolzen ist im Ofen. Yep. Ein paar hiervon kann ich nämlich auch immer brauchen. Die schmeißen wir hier gleich im Anschluss rein. Dann haben wir auch ein paar so gegrillte Kemenite-Platten. Oder gebrannte wäre wohl der richtige Begriff bei tonartigen Waren. Und dann brauchen wir nur noch ein wenig Redstone. Und einen Hebel, um das Ding dann am Ende auch in Gang zu kriegen. Aber das ist natürlich das kleinste Problem. Um nicht zu sagen, gar keins. So. Redstone haben wir. Ah, die Mechanical Pipe ist das dann. So, mit ein wenig Wipp. Kobbel. Können wir kurz einen Hebel herstellen. Ja, und wir müssen ja nur Ember Wasser hineintransferieren, rausziehen müssen wir nicht. Das ist dann ein anderer Mechanismus. Ja, ich denke, dann habe ich alles hierfür. Sonst musste ja, glaube ich, nur Ember hinein, oder? Ich guck mal lieber nochmal nach. Hier, Pressure Refinery. Wasser und Ember muss man reinpumpen. Ah, ich muss Ember auch reinpumpen. Ich kann es nicht reinlegen. Ha, da bräuchte ich dann eigentlich auch noch eine Item Pump. Das ist kein Problem. Ich würde sagen, das machen wir jetzt mal so. Die Mechanical Pump daneben. Und eine Iron Pipe dazwischen. Jawohl. Und hier packen wir jetzt einen Hebel drauf. Damit wir diese Pump auch aktivieren können. Sehr gut. Und dann muss auf der anderen Seite eine Kiste hin, aus der wir Ember heraustransferieren können mit einem ähnlichen Prozess. Ich könnte auch einfach einen Hopper anbringen. Was natürlich verführerisch einfach wäre, ne? Wollen wir mal gucken, was da oben so alles rumliegt. Davon mache ich die Entscheidung abhängig. Boah, das mit der Erde da oben sieht hässlich aus. Ich sollte gleich mal das Dach ein wenig weiterbauen. Warum zum Geier habe ich das denn hierher gepackt? Das weiß niemand. Und jetzt bin ich schon wieder rausgekommen. Ich wollte eine Kiste holen. Zum einen. Ah, da wird dann so eine helle Kiste draus. Das will ich nicht. Machen wir lieber so eine dunkle. Das passt besser zu Embers. Denn Quark bewirkt ja, dass wir pro Holz eine eigene Pumpe haben. Und dann wollte ich gucken, ob wir hier... Ja, wir haben auch Item Pipes und Item Pumps noch da. Dann verwenden wir das. Das sieht schön aus. Wieder etwas Kobbel und Sticks für einen Hebel. Nehmen wir mal einfach einen Stack Kobbel mit. Den braucht man ja auch ab und an. Die 5 Iron Pipes brauche ich jetzt nicht mehr. Die kann ich gleich da lassen. Dann verstopfen sie mein Inventar nicht weiter. Ja, Storage und so, ne? Wie lange will ich es noch vor mich hinschieben? Ich brauche unbedingt was zu trinken, by the way. Schreibt Chaos Master gerade auch, sehe ich da. Recht hast du.
fülle ich gleich mal noch nach. Hey, Mensch, wie das Zeug wächst hier. Gute Güte. Lohnt sich ja richtig. Über einen Stack schon drin hier. Sodale. Das war eine sehr gute Idee, hier drum diese Mauer zu machen, finde ich. Das war echt vernünftig. Ich weiß gerade nicht, ob ich das so platziert habe, dass es mir gefällt, aber egal. Spruce Chest packen wir so hierher. Und die Pumpe direkt dran. Die Item Pipe hierher. Und auch hier kommt ein Hebel drauf. Den musste ich so platzieren, damit er... Jawohl, nach rechts heißt an. Das heißt, nun können wir hier rein Ember legen und Ember in die Pressure Refinery pumpen und auf der anderen Seite können wir Wasser reinpacken, haben wir ja auch drin, und das reinpumpen. Ich nehme da mal die Ember Shards für, da haben wir so viele von. Ich nehme einfach beides und schmeiße es da rein, was soll's denn? Ich kann ja den Hebel da kurz umlegen, dass ein wenig transferiert wird. Ups. Da hat es eine signifikante Menge von dem Wasser ausgeleert. Das reicht dann auch. Oho. Jawohl. Und da wird jetzt das Ember. Wupp. Da hat es einfach mal alles reingezogen. Das wird jetzt auch darin verarbeitet. Und das können wir dann aus dieser Pressure Refinery rausziehen in andere Geräte hinein. Und es dann entsprechend als Quelle für Kraft nutzen. Schick. Damit haben wir den ersten wichtigen Schritt in Embers absolviert. Gefällt mir sehr gut. Und jetzt bauen wir am Dach weiter und uns dann Storage. Mit Hilfe von Easy Storage. Chaos Master sagt, boah, geil. Ja, das sieht hammer gut aus, ne? Philipp 3 ist im Chat aufgetaucht und fragt, ist das live oder Aufnahme? Der Name des Streams verwirrt mich ein wenig. Oh Gott. Das liegt daran, dass ich ein Idiot bin. Und den Streamnamen nicht geupdatet habe, bevor ich angefangen habe. Das ist eigentlich mein Offline-Titel. So. Oh. Twitch spinnt rum und lässt mich gerade nicht den Namen aktualisieren. Dann müsst ihr, glaube ich, gerade kurz mal damit leben. Manchmal kann er mich irgendwie nicht authentifizieren. Da müsste ich mich jetzt neu anmelden und das will ich jetzt gerade während der Aufnahme nicht machen. Das ist mir gerade zu blöd. Dödöm. Also, Philipp 3 für dich, ja, das ist live. Hi. Schön, dass du da bist. So, das kann ich loswerden. Das auch. Und dann bauen wir jetzt am Dach einfach mal kurz weiter. Hinauf!
Block kaputt machen, Block setzen. Block kaputt machen, Block setzen. So, hier ging es weiter, jawohl. 1, 2, 3. Weg mit dem Holz, hin mit Thatch. Weil hübscher. Der Titel wurde geändert, sagt Chatty. Ja, tatsächlich, den hat's doch geändert. Eigenartig. Twitch hat mir so einen Error angezeigt. Authentication Failure oder so, und dann hat's doch funktioniert. Sehe ich auch gerade. Kurios, kurios. Aber solange es geklappt hat, will ich mich ja nicht beschweren. Ja, ich bin manchmal ein bisschen zu derpy, um so Sachen wie rechtzeitig den Streamtitel zu ändern, hinzukriegen. So professionell. Aber ich mache das hier nur als Hobby. Oh. Wupsi. das war unnötig. Gut, dass das Bett hier noch steht. dass ich das nicht abgebaut habe. Ja. Derp. GG. ja, true story. Fail. Ich bin übrigens der Philipp L. auf YouTube. Kannst mich gerne nur Philipp nennen, sagt Philipp 3. Hi. Nochmal. So, wo ist meine Bude? Da ist meine Bude. Wenn hier so schnell auf meinen derpigen Tod eingegangen wird, dann ist gerade die Streamverzögerung echt gering. Geringer als sonst, finde ich gut. Das Flip. Force. Force ist wohl die Todesursache, oder? Ja, Force im Sinne von Anziehungskraft. Gott. Es gibt Tode, die sind unvermeidbar, und es gibt Tode, die sind einfach nur dämlich. Bitte nenn mich nur Philipp, sagt Philipp. Okay, sorry. Ich werde es versuchen. Vermutlich waren Philipp, Philipp 1 und Philipp 2 schon belegt, oder? Auf Twitch. Ja, die alten Probleme, die man so hat.